Ich wechsle nochmal den Rufus. Vielleicht. Ach, hier unten bin ich. Vielleicht. Sei nicht so faul. Na jo. Ach, jetzt. Hat doch mal ganz kurz das Spiel gefreezed. Ich glaub's ja wohl nicht. Ich bräuchte noch eine Therapiesitzung. Schon wieder? Ja. Na gut. Bringen wir es hinter uns. Das denkst du einfach so, oder? Können Sie mir nicht einfach irgendwelche Medikamente verschreiben? Ach, das dauert mir ja alles viel zu lange. Während wir hier quatschen, ist ein Teil von mir bereits auf halbem Wege nach Elysium. Während der andere immer noch irgendwo in der Kanalisation rumsteigt. Bravo! Das war eine sehr bildhafte und äußerst präzise Selbstanalyse. Sie machen enorme Fortschritte. Da werde ich Ihnen doch jetzt keine Medikamente verschreiben. Hey. Mist. Hinweis, okay. Ach, kommen Sie. Sie geben mir ein paar Muntermacherchen und gut ist. Das ja. kommt nicht in Frage. Erst einmal muss ich mehr über Ihren Fall erfahren. Dann entscheide ich, ob eine medikamentöse Behandlung angemessen ist. Wenn Sie so viel Wert darauf legen, was angemessen ist, warum tragen Sie dann diese Hose? Ah, herrlich. Wollen wir noch einmal dieses Kartenspiel spielen? Sie wollen den Rorschach-Test wiederholen? Na ja. Gut, warum nicht? Diesmal gewinne ich. Das habe ich im Urin. Also, was erkennen Sie auf diesem Bild hier? Das hatte ich jetzt erst einmal. Das bin ich, zusammen mit Goal auf Elysium. Tja, das hatten wir ja schon, zumindest so ähnlich. Kommen wir also okay. zum nächsten Bild. Was erkennen Sie hierauf? Funkelelfen. Ein niedliches Vögelein. Und Sie sehen hier wirklich nichts anderes? Wieso? Das ist doch was anderes. Ja, schon. Aber egal. Machen wir einfach weiter. Was erkennen Sie hierauf? Das ist ein Bild von mir auf der Titelseite. Mann des Jahres. Oh yeah. Und Sie sehen hier wirklich nichts anderes. Wieso? Das ist doch was anderes. Ja, schon, aber egal. Du machst doch keinen Spaß. Das war's. Wenn Sie lieber herumalbern, anstatt mir ernsthafte Antworten zu geben, sind Sie an der falschen Adresse. Aber ich habe doch nur gesagt, was ich gesehen habe. In dem Fall sollten Sie erst recht gehen. Für Leute wie Sie gibt es hier keine Therapie. Sie sollten es vielleicht mit Exorzismus versuchen. Und bitte halten Sie sich so weit wie möglich von mir fern. Psychopharmaka für Boso besorgen. Wer hätte das gedacht? Den anderen Rufus aus der Krankenstation holen. Das ist ja eigentlich nicht Rufus, das ist ja eigentlich ist das Cletus. Cletus. Gehen wir mal zu den Rebellen. Nenn du? Irgendwas bewegt sich da hinten. Für normale Augen schwer zu erkennen. Es ist ein verschwommener Fleck. Ohne Zweifel. Ist das Baby Boso? What? Fingerfokus, können wir vielleicht... Hey, da bewegt sich doch was. Ist das nicht? Na klar, das ist doch Baby Boso. In höchster Gefahr. Ich muss Barry davon erzählen. Ja! Wie cool. Da zur Redaktion. Ja, nur ist gute gut. Neuigkeiten. Klingel. Ich habe ein Motiv. Echt jetzt? Was ist es? Komm mit, ich zeig's dir. Yeah. Oh je. Das ist aber hoch. Heul nicht rum und halt den Fotoapparat bereit, weil ich das, was ich jetzt tue, nur einmal tun werde. Sei denn, das Foto wird nicht gut. Na, dann machen wir's nochmal. Oh, weia.
Haken, Barry auf den Träger klettern und... Das wird einfach. Kinder lieben mich. Na, ich bin da nicht zu 100% sicher. Hier hängen die Bauarbeiter wahrscheinlich ihre Hüte auf. Oh, ja. Ich habe nur diese eine Chance, Baby Bozo zu retten. Ich hoffe, er vermasselt es nicht. Pass ja gut auf! Ich gebe mir Mühe. Wenn ich doch nur schwindelfrei wäre. Oh Mann, Barry. Du bist echt so eine Nulpe. Ja. Ach, man kann da auch rumgehen. Ist ja mal praktisch. Hey, hey, hey. Ich treffe mal auf den Träger. Ich glaube, das ist normal. Cool. Ach, ist da wieder rum? Huch, da habe ich auch versehen auf die. Zeit! Zeit haben wir! Unendlich viel Zeit! Hey! Und ich habe natürlich nichts dabei. Nichts! Wenn das man alles so einfach wäre. Was ist das? Ein Schnabeltier-Ei! Whoop! Whoop, whoop, whoop! Whoop! Okay, ich könnte vielleicht... Ich gebe mal meinem anderen Ich den Flyer. Den Brief auch. Und das Babyfon. Und die Antennengabel. Na, ah, das Platzpapier nehme ich auch. Und das Schild. Huhu, bitte kommen. Nichts. Auf dieser Frequenz funkt wohl gerade niemand. Schade eigentlich. Der Empfang ist okay. Aber mit hoher Sicherheit erwische ich über diese Frequenz nur idiotische Warmblutfunker. Der virologischen Gefahrenkundbunker. Was kann ich für Sie tun? Sorry, ich habe mich verwählt. Ich wollte Sie gar nicht kontaktieren und ich werde Sie nun weiterschuften lassen. Bitte was? Wir sollen alle Behälter öffnen und die Zombie-Viren in die Luft entlassen? Was? Ja. Nein! Over! Abbruch! Abbruch! Passwort verifiziert. Virenbehälter geöffnet. Ich hoffe, Sie wissen, was Sie... Ja, Ihnen auch einen schönen Tag. Ach, ist das herrlich. Versuch was nochmal. Ah, das ist so entsetzlich! Der Empfang ist immer noch super. Was meint ihr damit entsetzlich? Wie spinnt das manchmal ein bisschen rum? Wer braucht schon eine billige Kopie, wenn er das Original haben kann? Jeder weiß doch, dass bei einer Kopie wichtige Flöten gehen können. Ja, das ist gut. Jetzt rennt er erst wieder rum. Und sonst so. Läuft. Na? Möchte Baby Bozo sein bescheuertes Babyfon zurück? Stopp! Da kann ich immer eine Falle. Vielleicht sollte ich eine Falle bauen. Aber hiermit könnte ich mir nicht mal eine Grippe einfangen. Okay. Vielleicht sollte ich, aber hiermit könnte ich... Irgendwie bezweifle ich, dass er sich damit ködern lässt. Vielleicht kann ich das Baby von einem Haken hängen. Haken hängen.
Die Idee kann ich getrost abhaken. Bei den Bosos zu Hause wäre das voll der Brüller gewesen. Vielleicht. Die Idee kann ich bei den Bosos. Wird die Antenne hier an? Die Idee kann ich bei den Bosos. Wer braucht schon eine billige. Jeder. Die Idee kann ich bei den Bosos. Stopp! Soll ich denn hier bitte schon eine Falle bauen? Er soll mir nicht helfen. Er soll doch einfach. Komme ich denn dahin? Irgendwie war das noch nicht so heldenhaft. Wart's ab. Ich wollte erstmal die Lage checken. Irgendwie hat das nicht ganz so geklappt, wie ich mir das vorgestellt hatte. Zur Laterne. Da waren wir ja schon lange nicht mehr gewesen. Ne voir. Können wir hier irgendwas machen? Draußen ist so ein schöner Tag. Ich hänge hier in der Gosse rum. Was ist denn das da? Yay, noch ein Schnabeltier-Ei. Glückstag. Na, da habe ich mir was eingebrockt. Ja. Mach die Lampe nicht mehr drin. Warte mal, das Fenster. Vielleicht hätte ich das mal was machen sollen, als ich noch mit Rufus da unten war. Jetzt ist Kollege Schnuschu ja hier oben. Von hier oben sieht Deponia ja eigentlich ganz nett aus. Mir fällt gerade auf, dass ich mich gar nicht richtig verabschieden konnte. Tja. Ich halt so. Ich ist aber auch gar nichts zählen, Bart. Ich habe ihn nichts außer... Solange er sich nicht umdreht, gut so. Hatten wir alles schon. Ist hier vielleicht irgendwo ein Ei? Ja? Ich bin gerade so ein bisschen in Osterstimmung, Eier suchen und so. Aber ich glaube, das wäre jetzt auch höchstwahrscheinlich zu viel des Guten. Das ist ein Kriechgang, kein Schleichgang. Kann ich vielleicht... Vergiss es, du kommst erst vorbei, wenn du deine Meinung geändert hast. Und wer will mich dran hindern? Na ich! Wer denn sonst? Ach ja, das leuchtet mir ein. Einfach die Rohrpost und jetzt... Vergiss es, du kommst erst vorbei, wenn du deine Meinung geändert hast. Und wer will mich dran hindern? Na ich! Wer denn sonst? Ach ja, das leuchtet mir ein. Da ist es also, das letzte Hochboot nach Elysium. Was für ein Anblick. Bam, badam, bam. Ich fürchte... Ich fürchte... Die Tür öffnet sich wohl nur für Mitglieder des Organon. Wahrscheinlich. Ich fürchte... Ich muss erst Cletus befreien, um an... Cowboy Schnarchnase vorbeizukommen. Blöd. Vielleicht. Ich rede nochmal mit dem Strickhändler. Mit Mo. Mo. Gimme Mo, gimme Mo. Und? Haben Sie schon etwas gefunden? Ich guck noch rum. Ist ja blöd. Das Teigtaschen etwas. Huhu. Keiner da. Ja. Keiner da, weil alle weg.
Vielleicht komme ich ja hier hoch irgendwie, um da hinten zu dem Fenster zu kommen. Aber wie? Hier ist ja nichts. So geht das nicht. Onkel Rufus muss jetzt dringend in den Pack. Das Schicksal der ganzen Welt hängt davon ab. Und Durst hat er auch. Nicht Leine lassen. Ihr könnt mir doch nicht ewig am Fuß kleben. Werdet ihr denn nicht mal müde? Ehrlich gesagt sind wir wirklich schon lange reif fürs Bett. Na dann los. Ach. Haut euch aufs Ohr. Und wo bitte sollen wir uns hinlegen? Ach, ist doch nicht mein Problem. Oh doch, das ist es. Entweder die bringen uns richtig zu Bett oder wir laufen einfach immer weiter hinter ihnen her. Ja, toll. Jetzt vielleicht hier... Schätze nicht. Muss ich es also wirklich erst ins Bett bringen? Der Strom ist alle. Hallo. Und wieder runter. Sel. Und was? Frag ich Sie. Gibt es Leckereres als ein Fleisch im Teigmantel? Wie duftet. Eine Kochshow. Genau das Richtige zum Einschlafen. Wo sollen wir hier denn schlafen, Herr Rufus? Es ist viel zu kalt und dunkel. Ich richte mal die Antenne aus. Ich glaube, da war nicht weiter. Der Empfang hier unten ist ja wirklich unter aller Hirschkuh. Ich kann nicht mal erkennen, auf welches Tor die Weißen spielen. Deutschland! Deutschland! Aber die sind noch nicht weiß. Also eigentlich schon. Also Trikots und... Ich glaube, ich verzettel mich gerade so ein bisschen. Rusty. So, Rotzis, Schlafenszeit. Aber es ist dunkel und kalt. Bittchen Angst. Boah, ey. Meckerkatze24.de. Ja, mindestens. Dabei ist es doch hier eine ideale Stelle für einen Nachtlager. So, Rotzis, Schlafenszeit. Aber es ist dunkel und kalt. Bittchen Angst. Boah, ey. Meckerkatze24.de. Mindestens. Ich habe auch nirgendwo weiter und ich muss erst diese dämliche, hässliche Sicherung hier rausbekommen und ich weiß noch nicht mal warum. Kam mir nicht vorhin irgendwie... Aber wie soll ich denn an die Psychopharmaka kommen? Ja, es war ein bisschen schwer. Ja, noch eins. Sumpfschnabeltier. Schnabeltier. Ja, die Beinstellungen. Bitte kein Augen wieder mal kriegen. Schnabeltierfiebel. Ein Wasserschnabeltier. Das Mimikrischnabeltier. Sieht ja auch interessant aus, vor allem mit den ganzen Augen hier und also als Tintenfischschnabeltier. Quasi. Es fehlen scheinbar einige, weil ich jetzt von 15 auf 11 gesprungen bin. Auf 5. Auf 3. Eieieiei, da habe ich wirklich einiges, verpasst, wie es scheint. Aber ich habe sie ja jetzt hier gefunden. Schon mal. 3 Eier an der Kandidation. Hui. Das ist echt gut. Ach ja, hier kann ich die da gerne nicht anquatschen.
Hier ist doch viel Platz zum Schlafen. Hier? Wir stehen bis zum Hals im Wasser. Wie? Auch noch Ansprüche stellen, oder was? Kein Wunder, dass eure Eltern euch ausgesetzt haben. Das erklärt so vieles. Hier ist doch viel Platz zum Schlafen. Hier? Wir stehen bis... Wie? Auch noch... Kein Wunder, dass eure... Der Tür steht. Da komme ich aber erst vorbei, wenn ich die Plagen losgeworden bin. Hey, Rotzis! Könntet ihr vielleicht eine Räuberleiter für mich machen? Aber Herr Rufus, Sir! Schon klar, mein Fehler. Vergesst es einfach. Würde unglaublich gerne da oben hin. In der Kiste ist bestimmt nichts drin. Nach Größe und Gewicht zu urteilen, befindet sich in dieser Kiste eine geringfügig kleinere Kiste. Oder ganz was anderes. Schwer zu sagen. Ja. Klopf, klopf. Was denn jetzt noch? Ich wollte noch mal deinen Streichelzoo besuchen. Nein, danke. Hey! Streichelzoo. Was soll denn das? Menno, reg dich doch mal nicht auf. Ich wollte mir doch nur noch mal deine Tierchen angucken. Aber... Ruhig, Blut. Dann bin ich doch auch gleich wieder weg. Kann ich ja vielleicht... Was tun Sie denn da? Sie bringen das arme Tier ja um. Panik. Na doch, Sie erwürgen es. Na nun mal langsam. Ich kann sehr gut mit Tieren umgehen. Aufhören, sofort. Machen Sie, dass Sie hier rauskommen. Kein Grund, gleich so rumzuheulen. Du warst sowieso gerade fertig. Und? Was und? Es war super cool. Die Tiere waren ultra niedlich. Und ich durfte sie streicheln. Ich glaube, sie flunkern. Du bist doch nur neidisch. Das nächste Mal mache ich einen Abdruck. Dann wirst du heulen vor Neid. Juhu, ich will sterben. Ich bin schon ganz gelb ein vor Neid. Abdruck. Dann werde ich lachen. Jetzt habe ich die Idee.